Auf der Pressekonferenz über ihre angestrebte Fusion erläuterten die Volksbank Pinneberg-Elmshorn und die Raiffeisenbank Bad Bramstedt die gemeinsame Zukunft. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von der Volksbank Pinneberg-Elmshorn. Zusammen erfolgreich stark, wir bündeln unsere Kräfte. Über den Start der Gespräche einer Fusion gaben die Vorstände beider Banken offene und fundierte Informationen im Fasanenhaus im Jagdhaus Waldfrieden in Bilsen bekannt. Also die Herausforderungen, die vor uns liegen, sind, dass wir unsere Mitglieder eben auch mitnehmen, dass wir die guten Argumente, die wir ja dort sehen, die Vorteile für unsere Kunden und Mitglieder, dass wir die entsprechend eben auch vermitteln können, dass wir unsere Mitarbeiter für diesen Prozess eben auch mitgewinnen werden und zu guter Letzt natürlich unsere Vertreterversammlung, denn die sind ja dann auch maßgeblich dafür, die müssen darüber befinden, dass diese Fusion auch tatsächlich zur Durchführung kommt. Ja, die Gründe sind einfach, dass wir nachbarschaftlich auch in einem günstigen Gebiet liegen und wir auch die Vision haben, das Geschäftsgebiet insgesamt entlang der A23 und der A7 auch weiterzuentwickeln. Und von daher war das für uns eigentlich ein treibendes Moment, dass wir gesagt haben, das passt gut, die beiden Strukturen, die ergänzen sich prima und wir können einen gemeinsamen Wirtschaftsraum einfach noch erfolgreicher dann auch bearbeiten. Für die Kunden, denke ich, und das ist ja unsere Vision, die wir haben, dass es spürbar wird, dass wir einfach auch noch leistungsfähiger sind, auch zusammen einfach auch unsere Dienstleistungspalette noch weiter spezialisieren können. Und ansonsten sollte es natürlich im Wesentlichen für die Kunden einfach auch so bleiben, dass sie feststellen, dass trotz der wachsenden Größe wir nach wie vor natürlich regional verwurzelt sind und auch eng an unseren Kunden auch dran sind. Wir haben seit einigen Monaten und im vergangenen Jahr über Strukturprozesse nachgedacht. Die durchschnittliche Genossenschaftsbank wird in den letzten Jahren über Fusionen anderer Häuser, das sehen wir, größer. Wir haben am Ende dieses Jahres vermutlich eine durchschnittliche Genossenschaftsbank, die 1 Milliarde groß ist. Wir sind ungefähr 550 Millionen Euro groß und müssen uns aus unserem Auftrag als Vorstände grundsätzlich damit beschäftigen, wie wir unsere Bank in die Zukunft tragen und bringen und haben diesbezüglich mit dem Aufsichtsrat gesprochen, haben gesagt, wir müssen uns mit solchen Strukturprozessen auseinandersetzen, um unsere Kundschaft vor Ort, um der gerecht zu werden, um entsprechende Spezialisierungen in der Zukunft auch noch tragen zu können. Unsere Kunden haben zurzeit das gesamte Spektrum des Angebots der genossenschaftlichen Sphäre da. Wir haben nicht das Problem vom Produkt Bereich her. Wir können es noch anbieten. Wir haben aber zwei große Schwierigkeiten. Die Größe macht auch die Möglichkeit von der Kreditgewährung abhängig. Da sind wir bei einigen Kunden schon an der Leistungsgrenze, die mit Eigenkapital und mit Größe verbunden ist. Da erhoffen wir uns, sag ich mal, durch eine Größe der Bank zukünftige Möglichkeiten, auch diese Kunden weiter zu begleiten. Und es gibt einige andere Sachverhalte, gerade im Privatkundengeschäft mit Vermögensverwaltung, wo man Spezialisten braucht, die wir zurzeit nicht vorhalten können, wo wir tatsächlich effizienter und agiler mit den Kunden arbeiten können. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von der Volksbank Pinneberg-Elmshorn. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de.